Moin Moin, was geht? Hier ist der Agri für euch und wir zocken mal wieder eine Runde 1v1 mit der Rasse Zerg. Dass wir Legacy of the Void zocken, sollte euch ja klar sein, steht ja auch in der Spielbeschreibung drinne. Und wir spielen schon wieder gegen Zerg, ich könnte kotzen. Zerg versus Zerg ist halt einfach sucky. Naja, egal, können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Wochenende war ich erstmal schön in Hamburg, habe einen Kumpel besucht. Und da waren wir am ersten Tag. Da sind wir erstmal schön ins Schanzenviertel gegangen, in so kleine Bars, waren wir gut essen. Und danach sind wir dann noch kurz auf der Reeperbahn gestratzt. War auf jeden Fall ganz cool. Sehr, sehr empfehlenswert. Erst im Schanzenviertel zum Vorglühen und danach auf der Reeperbahn. Ins Thomas Reed zum Beispiel kann man rein. War so ein ganz cooler Laden. Schon über, ich glaube, 3 Areas haben die. Oben ist sowieso so ein Pub drinne. Und unten läuft dann meistens, oder oben oder unten halt, kommt man drauf an, läuft dann Live-Mucke. Ist echt sehr geil. Und am folgenden Tag waren wir dann auch erst im Schanzenviertel, haben da wieder ein bisschen vorgeglüht. Und dann sind wir später noch ins Übel und Gefährlich gefahren. Ach, so ein Techno-Schuppen. Die Location ist in einem alten Atomschutzbunker von Adolf damals. Das Ding ist einfach 40 Meter hoch, hat übelst, also 2 Meter dicke Wände. Dann wird man da mit so einem Fahrstuhl ganz nach oben gefahren. Und da geht dann wirklich die mega krasse Party ab. Da laufen so viele fertige Leute rum, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ist echt geil, die Location muss man wirklich einmal gesehen haben. Oben, ganz oben auf dem Dach kann man dann auch noch chillen. Da stehen so ein paar Ballen rum und schöne, ja, so liegen zum Chillen. Ja, und danach sind wir dann noch zum Fischmarkt gefahren. Und um 6.30 Uhr waren wir dann wieder zu Hause. Das war schon richtig übel. So, ich werde jetzt hier mal erstmal ein bisschen safen. Oh, schon wieder 2 Eingänge. Ich könnte auch schon wieder kotzen. Also diese Map hier ist echt anzängs und ja, wird wahrscheinlich wieder hart verkacken. So, erstmal Speed, eine Queen und dann werden wir unten erstmal eine Sanken setzen. Da kommen bestimmt gleich Linge, 100 pro, kommt hier gleich ein scheiß Linge Rush. Ich werde jetzt hier auch, ja, ich werde jetzt schon mal ein paar Linge mir holen hier, weil man muss selber agieren und nicht hier drauf warten, bis der Gegner dann mal vorbeikommt und einen wegflext. Das ist immer ein bisschen kacke. So, hier machen wir erstmal einen kleinen Eco-Transfer. Klein, aber fein. So, ersten Zerglinge sind am Start. Jetzt gehen wir direkt mal hier oben links hoch. Da schätze ich mal, dass er da ist. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es einfach mal. So, direkt noch eine Queen holen. Und weiter Eco-Pulvern. Ich werde mich jetzt oben auch an uns Tank reinsetzen. Gerade schon 2 Runden. Wo laufe ich hin? Ich laufe am Leben vorbei. Ich wollte doch. Da ist er doch. Da kann er doch nur sein. Mann. Wahrscheinlich macht er hinten schon die Steine auf und wetzt hier gleich in meine Main rein. Und flext mir alles weg. Würde ich jetzt auf jeden Fall mal so annehmen. Speed habe ich. Ja, die Queen kriege ich mal weg hier. Ja, die ist weg. Schön. Hat er eine Echse? Okay. Da brauche ich noch nicht rein. Dann kümmere ich mich lieber nochmal um eine. Komm, den Wix noch auch. Naja, egal. Schön. So, jetzt holen wir uns erstmal noch einen Bau dazu. Und expandieren direkt auch nochmal. So wie er es jetzt auch gerade gemacht hat. Ja, da kommt noch einer an. Schön. Ja, traumhaft. Boah, ich kill gerne auch noch mehr Overlords. Also habe ich wirklich gar kein Problem mit. Jetzt machen wir hier vorne erstmal so ein bisschen dicht.
Sup. Wie dicht ist. Jetzt stellen wir hinten erstmal ein paar Zerklinge hin. Boah, ich habe hier so viele Drohnen. Das sind zu viele, glaube ich. Oh, da sind sogar vier drin, ne? War es mal so. Holen wir uns mal Panzerung und Angriff. Wir gehen vielleicht später noch auf. Also die kriegen ja wohl schaffen hier, oder? Da hier was reingedroppt, der Sack. So ein Lümmel. So, jetzt gehen wir erstmal hier auf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay, da will er auf jeden Fall flexen. Sollten wir da auch erstmal nochmal was holen. Guter Bau kommt jetzt gleich. Und Roaches werde ich mir auch nochmal dazu holen, glaube ich. Naja, probiere das rein. Mach mal ruhig, Junge. Ich habe kein Problem mit. So, dann fixen wir da nochmal ein bisschen. Also, ich Gruber holen wir uns auch direkt. So, Roachbau haben wir. Hydras holen wir uns auch noch dazu. Ach, wir holen uns einfach mal alles. Alles, was das Zergherz begehrt. So, Angriff erstmal noch dazu holen. Und jetzt noch ein paar Mutis. Panzerung und dann nochmal für Zerklinge Angriff. Und dann holen wir uns mal einen Overseer. Und holen uns schon mal direkt den großen Bau hier. Und vorsichtshalber holen wir uns auch mal ein, zwei Spuren noch dazu. Könnte ja gut sein, dass der auch auf Mutalisten geht. Ist ja nicht abwegig. Dass ja gleich irgendwie sowas kommt. So, da holen wir uns auch nochmal eine Spore da vorne hin. Na gut, ich habe ja selber Mutas, aber trotzdem. Schwarmstock brauche ich jetzt noch. Machen wir hier mal direkt den Stein auf. Und gucken hier mal rein, was er denn jetzt hier gerade sofort. Mutalisken, okay. Hydras kommen da. Was hat er da? Spore. Hat er schon reingesetzt. Ja gut, ich habe mir ja auch. Ich hole mir erstmal ein paar Lurker noch dazu. Wechseln wir auch direkt nochmal hier auch. Ah, da kommen die ersten. Da ist er am Gange. So, holen wir uns mal ein paar Lurker. Und jetzt gucken wir mal, was er noch hier vorhat. So, Panzerung holen wir jetzt nochmal. Das müssen wir vorne erstmal wieder dicht machen. Werden angegriffen.
Wir da bestimmt irgendwie sowas haben. Sporen, natürlich. Was macht er denn? Will er die reparieren hier? Die Spore? Wie geil ist er überhaupt? Kein Terra. Ist hier kein Terra? Nee, nee. Wie geil ist er überhaupt? Wir brauchen mehr Overlords. So, Versorgergrube. Oh, das Ding auch direkt mal aus. Jetzt holen wir uns mal ein paar Lurker. Ah ne, die sollen ja darüber, aber die Mutas wollen wir hier mal. Ein paar Overlords holen wir uns auch noch. Okay, da gehen wir nicht rein, wir gehen von hinten. Hinten ran! So. Das direkt erstmal auf. Ach hier. Socket brauchen wir auch noch. Fressen. Wir müssen jetzt erstmal fressen. So. Genug gefressen. Ja, die Dinge gehen jetzt ab, ey. Ja, sehr schön. Jetzt ist sogar noch mehr Range. So viel Kohle, ne? Ja, ich bin hier wieder mal sehr sparsam mit allen Sachen. Was hat er? Streitkräfte werden angegriffen. So, holen wir uns Angriff und Panzer noch dazu und direkt nochmal ein paar Echsen. Da noch eine hin und hier noch eine hin. Das mal noch ein paar Sankens. Ein paar Hydras noch. Und mal gucken. Was wir hier mit den Kollegen treiben können. So, die sind auch gleich fertig. Fuck. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Fuck, ey, jetzt hat er plötzlich so die derbste Masse hier. Hier ist meine ganze Overlords hier erst noch. Fuck. Leider hat mich ja gut vernichtet, ist hier gerade. Den ganzen Bau weggeflext. Pimmel. Ist nicht in Ordnung. Wenn wir hier einmal chillen. Und dann passiert mir hier sowas wieder. Hier unten einfach mal den Bau. Gast bei euch.
So. So, der ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe, ne? Ich dachte, er wäre hier übelst schlecht. Müssen wir aufpassen hier. Die Bude hier voll geäxt. Ach, baue ich ja schon bereits auf. Direkt uns mal die nächsten Expansions an hier. Da ist er schon mal nicht. Fuck, stimmt ja, ich habe ja auch keine Evo-Kammer mehr. Na, uns mal. Mineralienfeld erschöpft. So. Auch direkt wieder auf. Hier haben wir jetzt auch noch eine Echse. Oh ja, das ist schön. Ah, lol. Jaha, schön. Ach, der war ja auch nur Silber. Schabernack. Warum ist das überhaupt ungewertet? Ich spiele die ganze Zeit ranked. Mann. Keine Ahnung, warum sich das hier immer umstellt. Mega Bug anscheinend. So Leute, ich mache jetzt hier einen kleinen Break. Haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Agri out.